ÖVP-Ministerin Caroline Edtstadler spricht es heute laut aus. Hat keiner gesagt, dass es einfach ist, wenn zwei Parteien wie Grüne und ÖVP zusammenarbeiten, das Beste aus beiden Welten. Denn die beiden Koalitionspartner schenken sich derzeit nichts. Erst am Sonntag sagt Caroline Edtstadler über die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler und ihren EU-Klimaplan. Das war kein nationaler Plan, sondern ein Gewessler-Plan. Sie ist hier uneinsichtig. Gewessler weist die Kritik zurück. Zweiter Zankapfel ist Edtstadlers Befangenheitsvorwurf gegen den Richter, der Ex-Kanzler Sebastian Kurz zuletzt zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt. Grünen-Justizministerin Alma Sadic lässt ÖVP-Ministerin Edtstadler jetzt via Standard dazu ausrichten. Es ist klar, dass dein nicht rechtskräftiger Schuldspruch gegen den früheren Parteiobmann für die ÖVP sehr unangenehm ist. Dennoch sind Urteile eines unabhängigen Gerichts auch im Wahljahr zu akzeptieren. Edtstadler stellt heute klar, es gibt zwei Momente in der Demokratie, wenn man sich nicht uneinig ist, um über etwas zu diskutieren. Das ist ja auch gewünscht. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten von unterschiedlichen Parteien. Sebastian Kurz könnte den beiden Parteien jedenfalls noch mehr Stoff für Diskussionen geben. Denn laut neuer Puls 24 ATV Österreich Trendumfrage würde Kurz mit einer fiktiven eigenen Liste bei der kommenden Nationalratswahl 10% holen. Vor allem ÖVP-Wählende würden sich zudem generell eine Wiederkehr des einstigen Kanzlers wünschen, also etwa auch als ÖVP-Chef. Ob mit Kurz-Comeback oder ohne, die Stimmung in der Regierung wird dadurch kaum besser werden. Das Beste aus beiden Welten, das sind mittlerweile eher die Reste aus beiden Welten. Oh,